Ja, da sind wir wieder. Und oh, ja. Haben wir irgendwo Wasser? Nee, haben wir gar nicht hier irgendwo, ne? Nein. Ja, hör doch auf zu brennen. Hör doch einfach auf zu brennen. Hallo. Hallo. Scheiße, wieso brenne ich denn so weit runter? Oh. Ach, den habe ich auch noch an, ne? Ja, das wäre eigentlich gar nicht schlecht, wenn. Ja, dann nehmen wir doch einfach mal hier die Bärchen weg, genau. Genau, ich bin's wieder. Letzte Woche haben wir festgestellt, dass ich, ja. Er ist ein Rassi. Nein, natürlich nicht. Nein, 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 das stimmt natürlich nicht. Das war ein Gag, ich habe dir aber übrigens nicht erklärt. Ich weiß auch gar nicht, ob das einer geguckt hat. Aber kann ja sein, dass mal irgendwann einer was guckt. Und da muss man sowas ja erklären. Jetzt muss ich aber echt aufpassen. Ich habe ja nur zwei Leben. Was mache ich denn da gerade? Ich blöd, Mann. Jetzt müssen wir eben gucken, dass wir das hier zukriegen. Ich weiß noch nicht genau, wie das überhaupt offen ist. Das ist das Problem. Jetzt machen wir das mal richtig offen, nämlich auch da. So, und dann müssen wir eigentlich die Wand hier schließen. Aber das schaffen wir, glaube ich, nicht. Das ist jetzt das Problem. Habe ich jetzt recht oder habe ich Unrecht? Nee. Bin ich gerade blöd? Ja, bin ich, natürlich. So, 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 so. So, so, sagte er. Und. Ja, hör doch mal auf, jetzt zu fließen. Du bist Lava, ich weiß, aber. Genau. Die ist ja. Nee, die ist doch bis hier. Ah, scheiße. Komme ich da nochmal rauf? Nein, natürlich nicht. Das wäre jetzt albern. Kommen wir vielleicht von der anderen Seite dran. Aber dann. Komm, spring doch nochmal drauf, Junge. Das kann ja jetzt nicht so schwer sein. Wofür hast du denn diesen High-Jump? Verstehst du? Das war jetzt ein Wortspiel, ne? Übrigens, das müsst ihr jetzt auch mal verstehen. Aber kommen wir denn da nicht rein? Das kann jetzt nicht wahr sein. Nein, das ist das Problem. Da ist ja. Ach, ich habe die Wandkacke gezogen. Na, das ist ja mal blöd. Wie machen wir das denn jetzt? Kommen wir da hin? Nein. Okay, dann müssen wir jetzt mal gucken, ob wir da hinkommen. Okay, versuchen wir mal jetzt das Unmögliche. Ne, ist gar nicht unmöglich. Die muss eh weg. Das Teil auch. Das können wir nicht wegnehmen. Hallo. So, jetzt müssten wir daneben noch eine Wand bauen. Warte mal. Ist mir egal. Wer hätte das denn jetzt schon wieder ein Dings? Eine Endereule hier. Hallo. Genau. So, was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen daneben eigentlich, nicht eigentlich, sondern wir müssen. Ich baue das jetzt mal. Kann auch sein, dass ich jetzt verbrenne, dann habe ich Pech. So, wir müssen jetzt daneben eine Wand ziehen, fällt mir gerade auf. Sonst klappt das überhaupt nicht. Ja, also in die Lava rein. Ja, wir könnten die Lava auch zumachen, das will ich aber eigentlich gar nicht. Weil wenn hier Lava ist und hier ist eine Riesenhöhle und wir machen die Lava jetzt hier weg, dann haben wir hier die ganze Zeit Monstergeheul. Das ist jetzt wirklich kein Scherz. Da ist die eigentliche Wand. So. Ach komm jetzt. Ach Ender Otto, hau ab. Ich habe jetzt echt keine Lust auf solche Nummern. Ich bin hier gerade voll im Lavarausch. So, können wir nicht von da dann die zweite Reihe setzen? So, jetzt müssen wir mal ein Stück zurück. Zurück, Junge, zurück. Zurück ist besser als nach vorne, ne? Das war dir jetzt schon klar. Jetzt müssten wir da. Na hier. Den reinkriegen. Richtig? Jetzt müsste das eigentlich zu sein. Ist es auch. Supi. So, jetzt müssen wir das gleich hier unten machen. Hups. Hups. So, Enderman, anstatt da dumm rumzustehen, ganz ehrlich, und rumzulaufen und zu gucken, was macht die blaue Wand da hinten? Oder unterhältst du dich gerade mit dem blauen Stein? Das kann natürlich auch sein. Warum mache ich das? Ist ja egal, das kannst du mit dem Grünen zumachen. Ich bin auch blöd. Aber ist ja okay. Ich habe nie behauptet, klug zu sein. So. Kriegen wir das jetzt. Ist mir jetzt egal. Kriegen wir das jetzt zu, dann verbrenne ich halt ein bisschen. Da kann ich jetzt auch nichts dran ändern. So. Jawohl. Jetzt müsste das alles dicht sein, oder bin ich ganz dicht?
Ja. Ach, es ist schön. Manchmal sind einfach schön, wenn Dinge funktionieren. Ne? Wer war das noch? Hier Dings, A-Team. Jetzt hörst du ihn da schon. Der hüpft da jetzt rum. Auch der fühlt sich hier wohl. Das ist ja zuckersüß, mein Junge. Das freut mich aber für du. Muss ich jetzt auch mal sagen. So. Springen und klatsch. Genau, dann können wir die zwei eben wegnehmen. So, den können wir auch wieder wegnehmen. Dann machen wir natürlich jetzt nicht mit der großen, weil sonst haue ich hier nach eventuell mit dem Hämmerchen was ein, weil ich nicht einhauen will. So. Ja, das hat super funktioniert. Das war voll geplant. Ich wollte den Rest etwas abstrakter haben. Habe mich aber spontan, während ich das noch gebaut habe, dazu entschieden, es nicht zu tun. So, danke. Jetzt habe ich hier noch einen Stein. Brauche ich den Rest des Steins? Das Blöde ist, ich habe jetzt immer noch das Ding auf Cobblestone in den Rucksack einsortieren. Das will ich aber auch nicht rausnehmen, weil wir ja noch zwischendurch Stein abbauen. Und dann ist unser Inventar wieder so zum Kacken voll. Verstehst du? Nee, das war jetzt falsch. Er ist jetzt komplett falsch. Richtig. Aber das ist auch nicht schlimm. Genau, wir müssen noch einmal die Wand hier ausheben. Weil wir machen das ja nicht wie ursprünglich gedacht, dass wir. Sondern wir machen ja die Schrägen da drauf. Richtig, richtig. Ja, schüssel das ruhig mal. Das ist Juppie. Das brauchen wir jetzt auch, Junge. Ja. Ja, nachdem wir ja letztes Mal eine sehr musikalische Folge hatten, aus den 20ern, würde ich sagen, ja, sind wir jetzt ein bisschen ruhiger. Aber das liegt jetzt auch daran, dass ich wieder dieses merkwürdige Ding mache, nämlich mich konzentrieren. Was ich weiß, viele gar nicht glauben, dass das geht, aber es ist wirklich so. Wir haben eben kurz doch ein bisschen Platz. Zumindest, das können wir nochmal raufpacken, das auch. So, jetzt müssen wir das eben. So. Jawohl. Hep. Er ist ja toller am Dings, ja. Übrigens weiß eigentlich irgendeiner, für den Fall, dass wirklich mal einer guckt, ich habe auch keinen Bock zu googeln. Ich habe es aber auch noch nicht gemacht oder vielleicht auch nie gefunden. Ich weiß es nicht. Ich vergesse auch solche Dinge immer wieder. Warum eigentlich nur Gravel, ne, also Gravel, Kies und Sand den physikalischen Gesetzen entsprechen? Das finde ich auch mal interessant. Das ist echt bei Minecraft der einzige Stein oder die einzigen zwei, die das machen. Mein lieber Herr Gesangsman. Gesangsenderman, nicht Gesangsverein. Ihr verkennt den Gag, ne? Ja, ich weiß, weil wieder ein brillantes Wortspiel. Would you please leave the room? Because otherwise I always have to look down. Da der ja, ich glaube, der ist Amerikaner. Verstehst du? Deswegen versteht er eigentlich. Der kommt einfach irgendwo, ne? Fällt einfach irgendwo ein, benimmt sich wie eine offene Hose und geht dann wieder, wenn das kaputt ist. Ja. Jetzt habe ich gedacht, der Enderman an sich. Ist Amerikaner, deswegen habe ich versucht, auf Englisch mit dem zu sprechen. Hat aber jetzt nichts genützt, weil das ist wie mit, ja, halt den Amis, ne? Das bringt nichts. Kannst du ruhig reden. Die verstehen eh nicht, dass du sagst nein. Was? Wie? No. Das Wort kennen wir gar nicht. Ja, ich habe gar nicht mehr so viel Kobbel, sehe ich gerade. Ich habe Rotze hier drin. Hoch 12. Ja, ich habe so keinen Bock auszusortieren, da bin ich auch ehrlich. Da habe ich jetzt wirklich keine Lust zu. So, machen wir nochmal ein bisschen schwarzen Stein. Er hat schon wieder getan, er hat schon wieder getan, er hat schon wieder schwarz gesagt, diese Sau. Ja. Nein. Hermann. Danke. Ja, wunderbar. Das geht echt ruckzuck, ne? Muss ich echt sagen. Da macht jetzt. Aber das ist immer so. Sobald du mal so ein bisschen einen Plan hast, was heißt Plan? Aber sobald du ungefähr weißt, was du machen willst, dann funktioniert es, dann geht es eigentlich relativ schnell. Gerade war es alles noch so am Rumdoktern. Nach dem Motto, wie mache ich das denn überhaupt?
Aber jetzt geht's eigentlich. Ja, mein lieber Enderman, ich weiß. Aber ich habe jetzt wirklich keinen Bock. Nein, bitte lass mir das nicht den letzten. Doch, habe ich, glaube ich. Ne? Ja. Wir könnten. Haben wir denn kein Komatit mehr? Das kann doch jetzt echt nicht wahr sein. Es ist wahr. Aber wir haben noch Gravel, Dirt, 2 Komatit, Granit. Daraus können wir, glaube ich, nichts machen. Wir bräuchten Cobblestone. Wir haben keinen Cobblestone mehr dabei. Alter, das gibt's doch nicht. Ja, ich weiß, aber das ist mir jetzt egal. Du willst mich eh nur töten. Das ist mir doch klar. Du bist ein Enderman und egal, was du erzählst, du kannst dich gegen deine Natur. Genauso wie Rudi. Rudi musste unbedingt sich wie ein Skorpion verhalten. Und was ist daraus geworden? Ja, er ist mit 2 Herzen vom Agnetator gestorben. Ja, selbst schuld. So. Wir dürfen jetzt auch kein Mitleid mit haben. Haben wir jetzt... Ne, haben wir natürlich nicht. Huh, ne, hier müssen wir noch einmal... Komm, ein richtiger Jump. Ach, ist egal. Ey. Siehst du, da sind nämlich schon in den anderen Höhlenbereichen, Trakten, hörst du schon die Klombies. Und deswegen wollte ich gucken, dass das Lava da bleibt. Weil sonst müssten wir echt die ganze Hütte zubauen auf der Seite. Weil sobald der Weg da frei ist, denke ich mal, kommen die ganzen Monster einfach an. Das ist so. Und deswegen ist Quatsch, wenn wir da jetzt die Lava wegmachen und dann die ganze Zeit, wenn du hier unten reingehst, immer nur diese Monsterkacke hörst. So, Enderman, ich werde mich da mal verdrücken. Ja, hi. Ich gucke einfach immer dahin, wo er nicht ist. Ich finde Endermänner eigentlich süß, ehrlich. Außer, dass sie halt töten, wenn du sie anguckst. Das ist das einzig Dumme an denen. So, was haben wir denn hier? Ein Granit. Ja, ein Granit gegen 78 andere Steine. So, ich gucke mal nach unten. Hi. Ja, komm mal ruhig rauf. Hier ist auch ein Zauberbuch. Hier ist schön. Guck mal, kannst du hier Bonita Frimmel einsammeln. Haben wir denn jetzt irgendwann von da oben schießen können? Nö. Doch, das, guck mal. Ja, supi. Hier ist ein Zombie drauf gestorben, das ist auch schön. Ist also ein guter Schutz. Wir können uns auch 500.000 Essenzbärenbüschel organisieren und dann schmeißen wir immer die Dings da drauf. Genau, hier könnten wir Dings reinmachen. Genau, hier können wir noch 2 oder 3 so, wenn wir den Ernter haben, 2 oder 3 so hier Chests reinpacken. Und dann... Boah, überall ist nur Rotze drin. Ehrlich, da gibt es überhaupt nicht. Ist Rudi vielleicht wiedergekommen? Ne. Rudi stays dead. Gut. Da können wir jetzt leider nichts machen. Rudi hat sich da... Naja. Ja, ey. Okay. Ja, ich bin da. So, ich gehe jetzt mal kurz in die Sortiermaschine. Und würde mal sagen, ich guck mal eben und bin so, sofort wieder da. Kann man das Aluminium hier reinpacken, das Silber. Haben wir sonst noch was? Nope. Wir haben immer noch Kopper dabei. Alter, das gibt's überhaupt nicht, ehrlich, ey. Hier ist noch Collard Gribble, Gribble, Kabel, Gribble, Collard Gribblestone, genau. Ah, hier ist noch ein Kopperblock. Ups, das war ja schon mal korrekt. So, haben wir hier noch irgendwelche Metalle? Ja, Kopper natürlich, klar. Andesit, Andesit, Andesit. Kopper. Oh, das ist wieder kein Plaharz. Weißt du was? Kopper mit Timber, hör mal. Ironohr. Wollen wir noch einschmelzen oder haben wir... Wie viel haben wir jetzt an Ironblöcken? Ingotsch. Wie viel Iron haben wir? Ach, können wir nochmal unten reinpacken, oder? Ja, geht auch noch. Können wir so Kohle sparen. Kopper müssen wir jetzt eigentlich noch einen Moment haben, oder? Kopperblöcke, ja, das geht noch, genau. So, Kopper, Kopper. So, was haben wir hier? Ah, natürlich auch Iron, bla bla bla. Bla, jetzt ist wieder kein Platz, dankeschön. Bla 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 bla. Bla. Ja, das passiert, wenn man total genervt ist. Baukit haben wir, glaube ich, noch gar nicht, ne? Zinn. Alle seht, aber sonst ist hier nichts an Metallen, ne? Oder habe ich mich jetzt noch irgendwie... Nö. Schläft, das war's. So.
Jetzt können wir hier den Kopper noch, den schmelzen wir jetzt noch ein. Komm, haben wir auch noch, hat der Ofen auch noch was zu tun. Dann haben wir hier Zinn. Mal auch mal einschmelzen, haben auch schon lange nicht mehr gemacht. Silber auch. Okay, dann nehmen wir das Bauxit. Und wo packen wir das denn jetzt hin? Ich weiß gar nicht mehr, was Bauxit wird. Das wird nicht Bauxit bleiben, glaube ich. Haben wir hier gar nicht bei, ne? Was haben wir hier? Nickel. Nee, hier haben wir Gold und Aluminium, woraus ja auch die Folie gemacht wird. Ja, Aluminiumfolie, Aluminiumfolie. Okay, packen wir den Herrn Bauxit mal zu Herrn. Genau, da haben wir noch nicht so viel von. Ja, deshalb meine ich, das ist grausam mit den Monstern ewig. So, jetzt gucken wir mal auf die andere Seite, dass wir ein paar Steine loswerden. Wir müssen ja gucken, dass wir den Rücksack loswerden. Hier soweit alles in Ordnung. Ich weiß, ich bin momentan nur unten. Ey, Chocobo. Oh, guck mal, die kommen immer näher. Ey, Chocobose. Was denn? Wie kann man denn so unfreundlich sein? Hallo. Hallo. Ja, finde ich jetzt aber mal ätzend. Genau. Achso, ich habe übrigens geguckt, wegen diesem ganzen Kobalt und so. Nee, hier ist doch, ich wollte doch oben bleiben. Ich bin auch blöd. Das kann man mit einer Dingsspitzhacke abbauen. Genau, Dolomit, wie heißt es? Stahl. Also müssen wir hier eine Steel-Spickaxe machen. Wie viel haben wir jetzt an Dolomit? 6, okay, das geht noch. Hier ist nochmal Marbel. Aber Marbel ist, glaube ich, mittlerweile voll, ne? Das ist kacke. Was ist hier unten? Marbel Cobblestone, aber auch schon 7. Okay, dann machen wir das mal so. Lass wir den Marbel. Haben wir hier auch noch Marbel drin? Oh, hier ist auch noch welcher. Okay, packen wir den erstmal hier rein, ist ja egal. Genau, da können wir nämlich noch ein bisschen. Ach, da ist noch Kopperohr, Alter. Ich habe es nicht gesehen. Das ist. Boah. Das gibt echt leichten Ausschlag gerade. Und ein bisschen Kies. Alisha. Der ist übrigens neu, der Gag, wollte ich nur mal sagen. Den hat noch keiner gebraucht. Damit er auch mal klar ist. Und wer. Wer ist er denn? Achso, der ist der geschüttelte Heini. Das war aber der Limestuhl, ne? Genau. Wer behauptet, das hätte schon mal jemand gesagt. Also hier Kies und gleich Alisha. Also der ist. Ja. Ein Lüger. Ein richtiger Lüger. Nochmal Kies, Alisha. Amdesit. Ja, das ist ja nicht geschisselte Komatit. Das können wir nochmal lassen. Das ist Schissel, das ist Granit. Das können wir nochmal schisseln. Das können wir nicht schisseln. Schon, aber jetzt nicht halt hier zu dem, was wir schisseln wollen. Ne? Genau. So, warum können die Steine mal nicht nachrücken, auch wenn sie nicht dazugehören? Da geht beim Holz auch, dass immer das falsche Holz nachrückt. Hallo. Wenn man nicht so empfindlich hier Andesit, den wollen wir auf jeden Fall da oben. Ne? Ah. Call me einfach The Brain, hör mal. Nenn mich The Brain, das funktioniert. Da hat man den Komatit unge. Genau. So, machen wir den Rest der Folge, sortieren wir uns einfach zu Tode. Haben wir nochmal Gravel. Oh, da ist auch nochmal Komatit. Da ist doch nochmal Dirt. Also Dirt können wir auch mal ruhig. Einen können wir mal wegpacken, oder? Das ist jetzt wirklich ein bisschen viel. Genau, hier ist nochmal Komatit. Das lassen wir jetzt mal hier drin. Den Marble entschisseln wir gleich. Dass wir den loswerden. Genau, dann haben wir nämlich genug Plätz. Kies ist voll. Super. Können wir jetzt eben einen. Jetzt bleiben noch 5 Kies übrig. Ich hasse es. 1, 2, 3, 4. Was? Wo ist der denn jetzt hin? Hä? Ach, da oben. Ja, ich werde das auch noch nicht ändern, weil wir unten noch bauen. Und ich hätte mit dem Rucksack, das werden wir jetzt, was ich gerade schon sage, das werden wir noch so lassen. Genau. Wie viel haben wir jetzt da drin? Wie viel Kies? 7,64. Wieso? Nehmen wir nochmal 1, 2, 3 raus. Genau. Machen wir die mal eben zu. Wo ist der dritte? Genau. Gucken wir, dass wir da nochmal ein bisschen Platz schaffen, weil ich denke, wir werden auch noch ein bisschen Gravel finden. Gravel. So, dann haben wir den schon mal kompostiert hier. Kompaktiert wäre jetzt die Formulierung. Genau, hier haben wir nochmal Dolomit.
Dolomit ist auch fertig. Ach, Dolomit ist voll. Kann man den auch kompressen? Kann man den voll kompressen? Ich habe lange kein Denglisch mehr gesprochen. Nee, kannst du nicht kompressen, ne? Ey, das ist ja voll. I mean, das ist voll. Ehrlich, ne? Da kannst du ja nix mitmachen. Ey, voll nix. Gut, dann packen wir den hier hin. Ist mir jetzt egal. Davon haben wir jetzt aber eine Tonne gekauft, ne? Das ist echt irre. So, die Kohle können wir rüberpacken. Die brauchen wir hier nicht. Den packen wir gleich nach unten, weil wir da eh wieder hingehen. Das und das und das kommt raus. Das und das. Ich verabschiede mich hier schon mal, während ich hier noch den Sortiermeister mache. Okay. Und wir sehen uns dann mit der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat ein bisschen gefallen. Wir haben einen netten, sympathischen Enderman kennengelernt, ne? Also von daher, das ist ja schon mal nicht schlecht. Wie wir allerdings wissen von unseren Skorpionen, verlassen sie uns alle wieder, ne? Also es scheint so eine Krankheit zu sein, nach dem Motto, bei dem wollen wir nicht lange bleiben. Das ist einfach so, glaube ich. Das hat sich leider so eingebürgert. Oh, wir haben 64 Block Kohle. Das finde ich aber sehr gut. Ja. Hatten wir nicht auch Flintstone? Da oben. Sag ich doch. Haben wir jetzt auch schon mal wieder ein bisschen mehr? Na, 62 nur. Das ist ja nicht so viel. Coal haben wir 8,8. Und hier unten haben wir wie viel drin? Hä? Ach so, das muss ich noch ändern. So, dann kommen die Kohleblöcke hier hin. Block of Coal ist einer und dann haben wir nochmal 4,64er. Okay, also Kohle haben wir jetzt erstmal genug. Genau, ach so, ja, genau. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich schneide das nochmal zurück. Hoffe, dass es gefallen hat und wenn ja, schaut mal die eine oder andere Folge. Sind ein paar da. Und oder ihr wartet auf die nächste. Dankeschön. Tschüss.